Der erste Kickflip Stefan Dollinger sendet. Tut mir leid, wenn ich die Seiten verwechsel, ich weiß nicht, was vorne und was hinten ist. Aber auf jeden Fall rasen wir jetzt auf eine Rampen zu und nachher schieße ich mich raus wie eine Rakete. Grüß euch Gott. Servus. Zu einer 90 Kilometer Episode. Und wir sind entweder in Innsbruck unterwegs, auf einen Skaterpark und heute probieren wir Parcours und Skateboarden zu mixen. Genau. Vielleicht wissen das ja einige von euch schon. Das ist nicht das erste Mal, dass Parcours bei uns im Skaterpark ausgeübt wird. Bei unserem ersten Projekt Escape Your Circle, da hat der Steff schon einige geile Sachen rausgehauen. Die blenden wir jetzt mal. Genau, und heute geht es darum, dass man das Ganze ein bisschen kreativer nutzt und einfach das Ganze mit Skaten verbindet und nicht nur mit Parcours. Übrigens, checkst du mal das Escape Your Circle aus. Das haben wir schon vor ein paar Zeiten dran, haben die wenigsten von euch gesehen, ist richtig krank geworden. Und checkst es aus, in der Beschreibung haben wir es verlinkt. Philipp und ich haben heute jeweils zwei unterschiedliche Missionen. Genau, aber bevor wir uns in die Missionen einstürzen, werden wir uns mal gescheit aufwärmen bei dem Skaterpark. Und ich würde sagen, da haben wir uns jetzt in einen kleinen Edit rein. So, folgendes ist jetzt der Plan für mich. Also meine Challenge schaut so aus, ich bin auf die Füße extrem schlecht am Skateboard. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich lieber im Handstand fahre. Und das ist für mich halt das Game, dass ich schaue, zuerst einmal wie weit ich im Handstand fahren kann und im besten Fall kann ich auch kleine Rampen im Handstand fahren und nachher weiterfahren. Das war die Mission für mich. Mal schauen, was der Steff heute vorhat, oder? Also meine Mission für den heutigen Tag ist, wir haben da so Rampen. Und dahinter ist ein Wiesenfeld und jetzt probiere ich, weil ganz normal fahren kann ich mit dem Skateboard, aber Tricks oder so bin ich auch komplett schlecht. Und jetzt probiere ich halt anfahren, über die Rampen springen und nachher einen Sideflip weg vom Skateboard machen und wieder auf meine Füße landen, nicht auf dem Skateboard. Und ja, mal schauen, was da dann für Tricks rausgehen. Also ich kann ja überhaupt nicht skaten, aber der Steff ist ja richtig geil, deshalb zeig ich euch gleich mal einen gescheiten Drop-In. Ich bin der Tony Hawk. Volle drauf. Ja. Oh, geile Drop. Ja. Jawohl, wir starten mal mit meiner Challenge. Ich nehme da jetzt einfach mal einen Steff seine Schuhe und setze für mich eine Markierung, von wo bis wo ich im Handstand skaten muss. Also der Plan ist jetzt, von da dann nehme ich Anlauf. Und bis da muss ich drüber kommen mit dem Handstand. Und das war dann einmal der erste Teil von meiner Challenge. Falls es leicht ist, machen wir das Ganze ein bisschen weiter. Und sonst geht es gleich mal auf die Rampen. Genau? Genau, Rampen wäre das Ziel. Schauen wir, ob er es schafft. Du bist der Beste. Honey Dog, wär stolz auf die letzte Worte. Total geil. Mehr Speed. Ja, 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 ja. Ah, aber genau. Einfach nur mehr Anlauf. Nur mehr Anlauf. Du musst richtig einhupfen. Sag mal da. Ja, da ist er. Schon tut er. Nein. Ich werde schon ganz durchfahren. Also man muss sagen, das ist echt volle schwer. Ich habe das davor auch selber probiert und das ist wirklich schwer. Könnt ihr mal, wenn ihr ein Skateboard habt, ausprobieren. Cool sein! Ja! Ja! Ah! Jetzt wäre das, ich schwöre, der wird. Skillboard, Baby! Skillboard, Baby! Ah!
weiß, dass das dumm ist, also die Hauptchallenge ist noch nicht mehr erfüllt und es fühlt sich schon wie ein richtiger Win. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo man dann echt das Leib überzieht und ich gerne einen Helm dabei hat. Weil jetzt raus von der Rampe machen und das Ding ist so, das ist ein echter flacher Rampen, gell, muss man sagen. Aber es ist einfach der kleine Impact mit den Händen wegstecken oder so, da kannst du seitlich dann auf einmal überkippen, wie wenn du dann manuell probierst mit dem Board. Und das, also da scheiße ich mir jetzt schon in die Hosen ein bisschen. Weil das erste, was aufschlägt, ist mein Gesicht, nicht wenn ich die Haxen nicht hochbringe. Richtig. Kriegen wir alles den Versuch gleich. Einfach rein, oder? Einfach rein. So muss ich nicht umschuppen. 3, 2, 1, go. Scheiße, die nix. Oh. Ich finde das eine dumme Challenge. Alles für die Community. Ja. Oh. Fuck, Alter. Ich hab so Schiss vor der Kante nicht mehr. Okay. Drüber. Ja! Oh. Ja, Alter. Alter, was ist jetzt los? Backflip muss selber sein zum Schluss. Krank, Alter. Wie weit waren das jetzt? Boah, wie gut bin jetzt oben gestanden zum Schluss, Alter. Irre. So, jetzt kommen wir mal von dem bisschen blöden Bart zum richtig geilen Bart, wo der Steff sich mit einem Flip ausgezündet hat. Ich freue mich ja so krank. Auf geht's, let's go. Falls irgendwelche Hawks oder Buffonis bei uns in der Community sein, tut mir leid, wenn ich die Seiten verwechsel. Ich weiß nicht, was vorne und was hinten ist. Aber auf jeden Fall rasen wir jetzt auf eine Rampe zu und nachher schieße ich mich raus wie eine Raketen. Das kann schon gehen. Das kann gehen, oder? Das kann echt gehen. Das schaut richtig gut aus. Ich glaube nicht, dass da viel Fight zum Flip. Also es schaut irgendwie so ein bisschen sketchy aus, weil ich das Gefühl habe, der Stopp ist das Schwierigste. Aber fragen wir mal den Steff, was schwierig ist oder wie es sich anfühlt. Ein schwieriges Anlaufen und aufs Brettl lupfen. Bisschen ein komisches Gefühl, weil du auf einmal kein Brettl mehr unter dir hast, aber Höhe, glaube ich, ist da. Und jetzt schauen wir, ob wir Rotation auch zusammenkriegen. Und jetzt probiere ich mal einen Sideflip. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich einen ersten fetten Fail. Jo! Oh, Sideflip geht schon mal gut. Okay, ja. Ah, der war schon hoch und kontrolliert, der war geil. Double? Ich weiß ja, dass das genau ein Double singen wird. Deshalb, ich darf für Double stimmen und ich glaube es auch, wenn der Steff raus hat, sind wir happy, oder? Ja, das war der Beste bis jetzt. Ah, Scheiße! Aber was das sein kommt? Sieht zu wenig Rotation, gell? Ja. Es fühlt sich an, als würde es langsam sein. Ich weiß, was auf. Ja, es hat nämlich echt 36 Grad oder so, glaube ich. Okay, ich schupfe jetzt mal den Stefan an, weil wir glauben, dass er für Double einfach ein bisschen mehr Schwung braucht. Und jetzt probieren wir das mal, dass ich am Anschupfe und er macht jetzt nochmal einen Sideflip, glaube ich, aus und schaut, dass er noch ein bisschen höher kommt und nachher war das der Prep für den Double sozusagen. Yes, baby! Okay, passt. Letzter Prep haben wir gehabt. Es geht viel besser, wenn der Philipp anschupft. Jetzt macht er noch POV an sich, dass er beide Hände frei hat, damit wir nochmal mehr Schwung kriegen. Mehr Schwung heißt mehr Höhe, mehr Rotation und es ist Zeit für einen Double Side Flip. Los geht's. Send it. Für das Commitment kann man wohl mal ein Like da lassen, würde ich sagen. Und ja, jetzt sind wir gespannt. Jetzt haut er sich rein, oder Steff? Skidemot! Was? 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 Mehr Speed! Mehr Energie! Aufs Letzte! Ja. Allerletztes Limit, Full Commitment, alles oder nichts, Skimo Baby. Es ist so scheiß heiß, Alter, dass ich jetzt schon Nasenblätter genug vom Kopf. Aber Steff hat gemeint, das ist gut für Thumbnail. Okay, kleiner Zwischenstopp, hab gerade fette Nasenblätter genug gefangen, einfach so, weil es so heiß ist. Und ja, wir haben das gleich genutzt, um ein bisschen Thumbnails zu machen. Ich hoffe, es nimmt uns das nicht böse, aber in 2022 muss man einfach so Clickbait Thumbnails machen. Und ja, ein bisschen eine Fail-Action passiert ja, von dem her hoffe ich, dass wir es verwenden dürfen. Okay, erster Kickflip, Stefan Dollinger, sendet. Alter! Wo ist denn die Nuts? Wir haben jetzt einen neuen Anlauf.
ganz dumm, ich. Die Grode, weil der Stefan braucht mehr Energie. Schnell geht nicht! Schnell geht nicht, Alter. Na, das war perfekt. Genau so brauchen wir es. Okay, jetzt war der Versuch, Double Side, let's go. Wie viel? 3, 2, 1. Oh! Alles gut! Alles okay, gut! Alles gut. Dass die Wiese nass ist, glaube ich, hat mir gerade echt das Leben gerettet, ehrlich gesagt. Schon, oder was? Ja, weil ich bin so reingekommen. Und wenn es nicht nass gewesen wäre, dann wäre ich so umknackst. Schon hoch, Alter! Alter, jetzt hoch! Für die 1,1 wollen wir ein Like da lassen. Anderer Sender von euch hoch, Alter! Aber dadurch, jetzt habe ich nicht mehr ganz gewusst, was los ist. Hey, schon einstellen. Ja! Ah! Ja! Ja! Schade! Ja, ich. Fuck! Ah. Ja, das muss man sagen, das ist nicht die perfekte Rampe, wieder mal die Ausreden. Aber sie müsste ein bisschen steiler sein, weil ich muss mich voll vorlernen, dass ich Rotation kriege. Und wenn ich mich bei der Rampe vorlerne, dann komme ich brutal weit, aber nicht hoch. Deswegen brauchst du steilere Rampen, die was die nach oben katapultiert und wo du die nachher dagegen lernen kannst, dass du nachher die Rotation für den Salto kriegst. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ist das jetzt, aber ich denke mal, man kann mit dem zufrieden sein, oder? Mit dem heutigen Output, weil der ursprüngliche Plan war ja nur ein Flip weg und jetzt sind wir echt bei Double gelandet. Und ja, der war schon insane, oder? Also, das ist letztes Jahr der richtig auf der Schulter zunten. Also, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Irgendwas hat gefehlt beim Absprung. Und dann habe ich mich nicht wohl gefühlt, habe nicht durchgezogen und bin so gerade und gerade noch mit den Füßen angekommen. Vielleicht kann man das sehen in der Slow-Mo. Und ja, bin nachher voll auf die Schulter geflogen. Und jetzt tut es ein bisschen weh. Mal schauen, vielleicht machen wir noch einen, aber ich glaube mir. Belassen es bei dem Ohren und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Jahr. Ja gut, das war's mit der Episode von Skill Mode. Es war wieder ein richtig kranker Tag da in Innsbruck und Alter, Vater, das hat einfach hingehaut. Double Sideflip von einem Skateboard an. Ja, auf jeden Fall richtig krank. Auch wenn wir die ganz, nicht die perfekte Rampen dafür gehabt haben, haben wir auch dafür nicht die perfekte Landung gehabt. Aber ich glaube, das ist verzeihlich. Ich ja. Hab mein Bestes probiert und ja, bin zufrieden mit dem. Ja, ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. Richtig kranker Send. Ich bin auch mega happy mit dem Handstand vorne und so. Das funktioniert für mich echt besser als wir auf die Haxen. Und ja. Ja, aber der war wirklich krank. Also, wenn ihr so ein Skateboard daheim habt, dann probiert es mal aus. Und halbwegs einen Handstand könnt ihr mal ausprobieren, da ein bisschen zu fahren. Ist wirklich tricky. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert unter dem Video. Vielleicht habt ihr andere Ideen, was man noch mit einem Skateboard aufführen kann oder in einem Skatepark. Und ja, lasst es uns auf jeden Fall wissen, schreibt einen Kommentar, abonniert unseren Kanal und was müssen wir, oder? Kirchenglocken aktivieren. Genau, damit ihr nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche und haut rein. Habe ich Ärger.